Hallo und herzlich willkommen zu Orga TV, live aus unserem Studio hier. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Unser Thema heute ist Mikropolitik. Wie machen es Männer und wie machen es Frauen? Es erwarten euch 5 spannende Beiträge und einen süßen und netten Studiogast, der für uns Cocktails mixen wird. Wir versprechen euch also an diesem herrlichen Sommertag auf jeden Fall Strandfeeling pur und ein unverwechselbares Sommererlebnis. Hier die Vorschau. Wir beginnen mit der Definition von Mikropolitik und einer Umfrage zum mikropolitischen Handeln. Dann widmen wir uns der Frage, wie machen es Frauen und wie machen es Männer? Wir zeigen weiterhin verschiedene mikropolitische Taktiken im Büroalltag und in Verbindung Familie, Beruf und Freizeit. Ich darf jetzt unseren Studiogast Matthias Andres begrüßen. Hallo Matthias, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Matthias ist Miteigentümer, um es für die Juristen, die uns zahlreich zuschauen, auch mal richtig zu formulieren. Er ist Miteigentümer des Sohos und des Millenniums, der zwei erfolgreichen Kneipen aus der Partymetropole St. Ingbert. Er wird uns heute ein bisschen was über seinen erfolgreichen Berufsalltag erzählen. Und leider muss er auch heute ein bisschen arbeiten. Er wird für uns Cocktails mixen. Wir haben extra 2 Rezepte ausgesucht. Ein Cocktail, einen typischen Frauencocktail und einen typischen Männercocktail. Matthias, was hast du uns da mitgebracht? Für die Frauen bereite ich später ein Sex on the Beach vor und für den Männer den Mojito. Das hört sehr gut an. Sex on the Beach und Mojito. Ich freue mich drauf, besonders weil ich ja die Erste bin, die auch die Cocktails probieren darf. Gerne. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Sex on the Beach an, weil der passt auch gerade für die ersten 2 Beiträge. Die Frau steht erstmal im Mittelpunkt. Während wir hierzu erstmal was vorbereiten, schaut ihr euch den ersten Beitrag an. Wir haben versucht, zuerst mal Mikropolitik zu definieren für euch. Und haben uns dann aufgemacht und umgefragt, wie andere in einer ganz speziellen Situation mikropolitisch handeln. Hallo? Hi. Ja, heute Abend geht klar. Ich freue mich schon total, das wird so lustig. Ja, ich bin mich schon am fertig machen. Wie, er kommt in einer halben Stunde? Ja, nee, ist okay, da muss ich mich jetzt nur wahnsinnig beeilen. Ich freue mich, wir sehen uns in einer halben Stunde. Ciao! Mikropolitik. Definiert wird Mikropolitik als eine Sammlung von Strategien und Vorgehensweisen, die Führungskräfte und Mitarbeiter einsetzen, um ihre Kontrolle aufrechtzuerhalten, ihre Ziele zu erreichen, ihren Kontrollspielraum zu erweitern oder sich der Kontrolle durch andere zu entziehen. Aber mal im Ernst, wie sieht das in der Praxis aus? Wir haben uns auf den Weg gemacht und Passanten gefragt, wie sie es anstellen würden, ihren Chef davon zu überzeugen, dass er ihnen mehr Gehalt bezahlt. Film ab! Ich überzeuge meinen Chef durch mein Können. Ich würde ihm einfach sagen, dass ich die ganze Arbeit für ihn mache und deswegen kann er mir auch mal das Gehalt erhöhen. Ich bin mein eigener Chef. Ich würde meine Chefin bei der Singlebörse anmelden, damit sie wieder glücklicher wird. Also ich würde, um mein Gehalt zu verbessern, meinen Chef einen Gutschein fürs Fitnessstudio schenken. Natürlich hochschlafen. Das Kollegium gegeneinander aufhetzen. Auf die Rechte der Frauen bestehen. Der Verlierer bezahlt. Also, ich soll einfach nett zu der Mama sein. Vielleicht kriege ich dann ja Nachtisch und mehr vielleicht. Ich habe so viele Angebote vorliegen, dann muss ich leider ihre Firma verlassen. I would like to convince
the boss that we are working pretty hard and we are working more hours and more productive. So once they're happy and they're satisfied enough, then probably for sure they'll increase the salary or income. Thank you. 我觉得我也会这样做的。 Ich glaube, ich würde über die freundschaftliche Schiene kommen. Ich werde einfach einen leckeren Kuchen backen. Ja, ich würde ganz einfach mit ihm reden und ihn von meinen Qualitäten überzeugen und dass er vielleicht ein bisschen mal was drauflegen soll, wenn er mich behalten will. Danke. Und was würdest du tun? Ich habe eigentlich genau dieselbe Strategie, denn ich glaube, alles andere hilft da auch nicht, wie zum Beispiel Kuchen backen oder mit ihm weggehen. Finde ich eher, ja, ein bisschen lächerlich. Vielen Dank. Wie ihr seht, Qualität überzeugt. Das war's von uns. Bis dann. So, wir sind jetzt wieder zurück zum Sex on the Beach. Matthias, was gehört eigentlich zu einem Cocktail alles rein? Ich habe jetzt schon Amaretto reingetan, dann 40er Wodka. Okay. Dann Apricot Brandy. Hört sich bisher sehr gut an. Sieht auch gut aus farblich. Dann einen Schuss Zitronensaft, das nicht allzu süß wird. Ein bisschen Cranberry. Auch richtig süß wird? Ja. Und das Ganze mit Ananassaft aufgefüllt. Okay. Sag mal, warum ist eigentlich dieser Cocktail so beliebt bei den Frauen? Ich denke einfach die Mischung aus der Süße von dem Cranberry-Sirup und dem Zitronensaft, die Säure, das macht es einfach aus. Ist ein frischer, fruchtiger Cocktail. Gut. Wie viel würdest du empfehlen, sollten unsere Zuschauerinnen davon trinken? Ich denke, für zwei ist die optimale Stimmung gewährleistet. Nur zwei, ja. Hier die Kameraleute und Regie lacht schon ein bisschen. Wir vertragen, glaube ich, ein bisschen mehr. Aber gut. sag mal, habt ihr noch andere Cocktails in eurer Auswahl? Wir haben so die typischen Klassiker, wie jetzt Caipirinha, Cuba Libre, Pina Colada. So was man gerne halt trinkt. Okay, spielen Cocktails eine wichtige Rolle in eurem Konzept? Ist das von Soho zu Millennium verschieden oder? Also wir bieten beiden Bars Cocktails an. Wird unterschiedlich genutzt, ist auch tagesabhängig und ja, je nachdem. Gegen Abend halt mehr Cocktails als mitten in der Mittagspause. Okay. Ja, jetzt steht der zweite Beitrag an. Die Frauen stehen jetzt im Mittelpunkt, ganz deutlich, auf jeden Fall. Und für die Zuschauer gibt es jetzt einen kleinen Vorgeschmack auf das Soho und Millennium, denn wir hatten die Ehre, dort drehen zu dürfen. Viel Spaß damit! Ich stehe hier vor der Bar, in der sich auch die vier Freundinnen befinden, die wir im letzten Beitrag gerade kennengelernt haben. Im Mittelpunkt dieses Beitrages stehen die feministischen Einflussstrategien der Mikropolitik nach morgen. Schaut man sich in der Organisationswelt um, stellt man fest, dass die Geschlechterbeziehungen von Menschen ganz unterschiedlich genutzt werden können. Im Folgenden sollen die feministischen Strategien die Leila, also der Verführerin, die Strategie der großen Mutter und die der Emanze gezeigt werden. Ob die jeweils angewandte Strategie zu Erfolg oder Misserfolg führt, hängt von den beteiligten Personen sowie von der Situation selbst ab. Doch lasst uns einfach mal hineinschauen, wie diese angewandten Strategien in der Realität aussehen. Auf jeden Fall bin ich so froh, dass dieses Projekt endlich zu Ende ist. Es war so viel Arbeit, aber es ist auch richtig positiv ausgegangen. Und ich glaube, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um meinen Chef um eine Gehaltserhöhung zu bitten. Ja, auf jeden Fall. Hast du ja verdient? Ich habe
war keine Ahnung, wie ich ihn fragen soll. Habt ihr einen Vorschlag für mich? Du Herzchen, mach dir darüber mal keine Gedanken. Du siehst so gut aus, du bist so attraktiv. Also ich wusste mal, wie ich das machen würde. Hallo, guten Morgen, Herr Schmidt. Wie geht's Ihnen denn? Ja, gut, danke. Gestern das Geschäftsessen, das war so interessant, das war so lustig. Aber mal was ganz anderes. Sie kennen ja meine Qualitäten. Und finden Sie nicht, es wäre langsam Zeit für eine Gehaltserhöhung? Nee, Schätzchen. Das ist auf keinen Fall die Art und Weise, wie du eine Gehaltserhöhung bekommst. Also ich würde das ganz anders machen. Guten Morgen, Herr Schmidt. Hatten Sie schon einen Kaffee? Nein, wusste ich doch. Da habe ich ja die richtige Stärkung mitgebracht. Aber bitte aufpassen, der ist sehr heiß. Sie wissen ja, wie sehr ich mich immer um Sie kümmere und Sie umsorge. Meinen Sie nicht, für diese Fürsorge hätte ich eine Gehaltserhöhung verdient? Stopp! Also, hör mal, das hast du doch alles überhaupt nicht nötig. Du solltest weder dich mit deinen Reizen auftage, noch solltest du dich wie seine Mutter verhalten. Also, du bist eine Frau, hast Rechte, mach das einfach so. Guten Morgen, Herr Schmidt. Vielen Dank für die gute Kritik fürs letzte Projekt. Hat mich sehr gefreut. Aber jetzt einmal was anderes. Meine männlichen Kollegen, die verdienen viel mehr als ich. Das ist nicht gerechtfertigt. Ich tue gute Arbeit. Es sollte eine Gleichstellung der Geschlechter geben. Finden Sie doch auch, oder? Wow, danke. Da habe ich jetzt mal einige Alternativen. Doch welche Strategie für mich die richtige ist, muss ich mir noch überlegen. So, der Sex Speech ist jetzt auch fertig. Matthias, lass uns doch mal anstoßen. Ich bin schon ganz gespannt drauf, ihn zu probieren. Prost. Zum Wohl. Doch sehr lecker. Also, schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Vielen Dank. Genau mein Geschmack, so ein bisschen süßlich. Auf jeden Fall. Lecker. Also, da sind auf jeden Fall mehr wie zwei drin. sag mal, Matthias, zu was für einem Typ Chef gehörst du? Bist du eher so der Chef, der so alles an sich reißt und bestimmend ist, oder eher so sensibel, verständnisvoll? Ich denke, so die Mischung macht so eher auf freundschaftlicher Basis spielt sich das Ganze ab. Aber wenn halt Strenge vonnöten ist, wird es auch mal kurz laut. Ja, das sollte auch das Fazit unserer Sendung sein. Die Mischung macht's, wie du es schon richtig gesagt hast. Bei der Mikropolitik ist es ja eigentlich auch so wie bei einem Cocktail. Die richtige Mischung macht's aus. Nicht zu streng, aber auch verständnisvoll. Wie groß ist eigentlich der Frauenanteil bei euch? Also das ist bei uns, wir haben 2/3 Frauen beschäftigt und 1/3 Männer. So in dem Dreh spielt sich das ab. Okay. Und gibt es noch diese klassische Rollenverteilung, typische Männeraufgabe, typische Frauenaufgaben? Also bei uns ist es auch noch so, dass die Theke, Thekenbereich bzw. auch das Cocktailmixen ist bei uns auch noch eine Männerdomäne, leider. Okay. Es ändert sich aber auch mit der Zeit. Und ja, die Frauen sind halt für den Service. Das macht ihnen auch Spaß und die kommen auch immer gut an. Das glaube ich dir. So, jetzt werden die Männer jetzt auch mal vertreten. Den nächsten Beitrag geht es darum, wie es Männer machen. Ja, schau es dir an, damit es dir genau ansiehst, wie es funktioniert. Jedermanns Lauf. Ja, dann kann jeder mitlaufen. Ja. Frauen auch. Ja, Frauen auch. Aber wo wir gerade beim Thema Firma sind, ich habe da ein Problem, ich könnte dir noch nicht helfen. Ich habe gehört, demnächst soll eine Mitarbeiterin zu mir kommen und will eine Gehaltserhöhung. Mitarbeiterin? Wie soll ich darauf reagieren? Gehaltserhöhung. Ja, grundsätzlich denke ich, eine Mitarbeiterin. Das ist erstmal einfacher als wenn wir das Menschen. Frau, die ins Büro kommen, weiß nicht, wie Frauen sind. Ganz gut aussieht.
gehst erstmal kurz auf das Thema ein. Und dann gehst du ein bisschen im persönlichen Bereich, gehst mal zum netten Abendessen ein, nettes Restaurant, zum Herzenschein, gutes Essen, Gläschen Wein. Sie fragen nach einer Gehaltserhöhung. Hier kann nicht einfach jeder reinspazieren nach einer Gehaltserhöhung fragen. Aber wenn ich mir so recht überlege, können wir zwei noch beim gemütlichen Abendessen uns gerne mal über eine Gehaltserhöhung unterhalten. Also für mich ist das der völlig falsche Ansatz. Ich arbeite seit 2 Jahren von morgens 7 bis abends um 8. Bei mir ist noch nie ein Chef auf mich zugekommen und hat gesagt, du kriegst jetzt eine Gehaltserhöhung. Ich würde mir auch nie zum Chef gehen und trauen, halt danach zu fragen. Es ist einfach unglaublich. Egal, Gehaltserhöhung gibt es einfach nicht. Sie fragen jetzt nach einer Gehaltserhöhung. Das ist ja wohl ein Witz. Jeder hier im Unternehmen arbeitet und schauen Sie mich mal an, ich bin auch den ganzen Tag da und ich rede auch nicht über eine Gehaltserhöhung. Das finde ich nicht in Ordnung. Frage. Nee, auch das ist völlig der falsche Lösungsansatz. Meiner Meinung nach ist hier irgendwo ein Gesetz erlassen worden, ich habe es nur nicht mitbekommen, dass jede Frau jetzt hier erhöhte Gehaltsvorstellungen haben darf. Einmal kann das geäußert werden, meiner Meinung nach wäre das an dem Zeitpunkt, wenn eine Frau, eine Mitarbeiterin bei uns in der Firma mal das Tagwerk vollbringt, wie es jeder Mitarbeiter morgens von morgens um 8 bis mittags um 4 macht. Dann könnte sich eine Frau mal irgendwie überlegen, eine erhöhte Gehaltsvorstellung zu äußern. Sie fragen nach einer Gehaltserhöhung. Seit Wochen kommen hier die Frauen in mein Büro und wollen das gleiche verdienen wie die männlichen Mitarbeiter, bringen aber nur die Hälfte davon. Wenn ich denke, dass Frauen in diesem Unternehmen eine Gehaltserhöhung verdient haben, dann komme ich zu Ihnen und nicht umgekehrt. Gut, Jungs, auf jeden Fall danke, dass ihr mir versucht habt, weiterzuhelfen. Klar. Trinken wir noch genau. Einmal aufs bevorstehende Wochenende. Ja, nochmal ja. Danke, Jungs. Und Prost. Prost. Zum Wohl. Prost. Prost. So, ich habe ja jetzt mal Matthias von The Beach geklaut, weil meiner ist irgendwie aus unerklärlichen Gründen weggekommen. Jetzt weg von den Frauen, hin zu den Männern. Für die Männer gibt es ja ein Mojito. Richtig, was genau. Gehört da eigentlich alles rein? Ich habe jetzt schon Limetten vorgeschnitten. Jetzt kommt Rohrzucker. Ja, also auch für die Männer wird es süß. Ein bisschen süß, ja. Ja, okay. Leimschuss, bisschen aufgefüllt. Leimschuss, macht das ein bisschen bitterer oder? Das gibt einen volleren Geschmack. Ah, okay. Weg von dem ganz säuerlichen. Ist durchgestampft, dass die Säure von den Limetten erhalten bleibt. Sieht gut aus. Jetzt kommt wahrscheinlich schon ein bisschen Eis drin. Ein bisschen Eis. Darf bei den Cocktails natürlich nicht fehlen. Eis für die Männer, die können es ja gar nicht kühl genug bekommen. Gerade bei den Temperaturen heute. Das stimmt, vor allem hier im Studio. Die Minze. Darf nicht fehlen. Die darf überhaupt nicht fehlen. Wieso stehen die Männer so darauf, auf diesen Mojito? Schmeckt da auch persönlich sehr gut. Das ist halt so ein richtiger Sommercocktail. Okay. Mit Sommerfeeling inklusive. Das können wir gebrauchen. Mit dem Wetter hatten wir ja nicht so viel Glück, aber es wird. Es wird. Wird jetzt mit den Cocktails. Ja. Sag mal, warst du eigentlich schon mal in so einer Situation gewesen, dass jemand mehr Gehalt haben wollte? Also bei uns, denke ich, sind die Bedienungen so weit zufrieden, dass da keiner mehr Gehalt fordert. Auf dem Trinkgeld läuft es eigentlich ganz gut. Und dann okay, also eher nicht. In eher, eher weniger, ja. Keine Minirock-Aktion? Kein Minirock, keine... Kein Kuchenbacken. Eindeutig zwei Sprüche nehmen, kein Problem. Okay, kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Beitrag. Jetzt geht es darum, wie man mikropolitisch vor allem im Büroalltag handelt.
Diese gerade verdeutlichte Taktik bezeichnet man in Expertenkreisen als persönliche Anziehungskraft. Wie der Ausdruck schon andeutet, spielt in dieser Strategie die persönliche Beziehung der beiden handelnden Personen eine zentrale Rolle. Die schnatze Mitarbeiterin hat unseren netten Kollegen hier ganz schön beeindruckt. Sie hat ihn durch ihre Ausstrahlung, ihre Aura und ihr Charisma, also ihre unmittelbare persönliche Anziehungskraft, beeinflusst. Ja, gerade voller Bewunderung, Verehrung, Hingabe, sogar vielleicht Liebe auslösen können. Also, aufpasse! Hi. Den kann ich gut gebrauchen. So viel Arbeit? Oh, schlimm. Ich muss den ganzen Ordner bis morgen nochmal komplett durcharbeiten, das ganze Projekt bis morgen. Okay. Kann ich ja vielleicht irgendwie helfen dabei? Nee, das kann ich nicht. Kann ich nicht von dir verlangen. Ich hab Luft zur Zeit, also... Würdest du das wirklich tun? Ja? Ja. Super, die anderen Sachen würde ich ja noch vorbeibringen gleich, ja? Aber ich werde mich auch auf jeden Fall arrangieren, ja? Ja? Ja. Vielen Dank. Gerne. Tschüss. Schönen Feierabend. Ich werde mich auch auf jeden Fall arrangieren. Sieht gut aus, auf jeden Fall. Matthias, bevor unser letzter Beitrag, würde ich dich gern fragen, wie das bei dir so ist mit Beruf, Familie, Studium. Studierst du noch? Wie managst du das alles nebenbei? Das ist als erfolgreicher Chef ja auch sehr interessant, für die männlichen Zuschauer vor allem. Also ich studiere noch. Ist halt immer schwierig, das Ganze gut zu bringen. Dann mit der Freundin noch. Mit der verbringe ich auch gern Zeit. Und es ist also halt er ist nicht mehr zu haben, Mädels? Ist immer eine Organisationssache. Halt. Okay, aber es klappt. Es funktioniert, denke ich, ja. Willst du dein Studium auf jeden Fall beenden? Ich will es beenden. Ich denke, es zieht sich halt in die Länge, aber okay. Es sollte möglich sein, das fertig zu machen. Lass uns doch mal anstoßen jetzt noch mit dem Mojito. So. Prost. Ja, sehr limettenhaft. Ich wollte sagen zitronisch. Schmeckt auf jeden Fall sehr schön gut, frisch. Aber der andere, der war ein bisschen süßlicher, ein bisschen mehr Frauengetränk. Das hier, das hat schon was Spritziges. Auf jeden Fall. Was geht ab? Unser Kamerakind hat auch Durst bekommen. Ja, ja, lass es dir schmecken, Anna. So, jetzt geht es weiter mit unserem letzten Beitrag. Und zwar, wie versprochen, gibt es jetzt eine Mischung aus Beruf, Alltag, Freizeit, Familie. Schaut es euch einfach an. Thank you.
Was machst du da? Ich habe eine Burg gebaut, aber nichts kaputt machen. Jacqueline, die hat meine Burg kaputt gemacht. Meine Tochter würde das nie machen. Geldschatz, das ist doch keine Mama, Art. Ich ja, war aber, das nicht. Also, nix, aber glauben Sie, meine Tochter lügt? Mama! Komm, Lilly, wir gehen. Wir sehen uns dann morgen im Büro. Bis morgen. Mama, krieg ich noch ein Eis? Bitte. Frau Müller, ich dachte, Sie hätten Ihren Beruf erlernt. Dieses Konzept beinhaltet so viele Fehler. In einer Stunde sind Sie in meinem Büro. Okay. Manipulationsversuche beeinflussen nicht nur das Berufsleben. Die eben dargestellte Szene beschreibt die Taktik Autorität anrufen. Hier wird eine einfache Situation durch verschiedene zwischenmenschlichen und beruflichen Beziehungen verkompliziert. Wie gesehen versuchte die kleine Lilly, durch die Einschaltung ihrer Mutter ihre Interessen durchzusetzen und den Rivalen eins auszuwischen. Mit einem Satz, das war wohl nichts. Durch die Geschäftsbeziehung handelte Lillys Mutter nicht wie erwartet, um ihre Arbeitssituation nicht zu gefährden. Doch jede Handlung hat Auswirkungen. Und nicht jede Taktik funktioniert. Die Gesamtkonsequenzen, wie hier bei Lillys Mutter gesehen, sind eben nicht abzusehen. So, wir lassen es hier richtig gut gehen, wie ich sehe. Matthias, noch eine Frage, die uns Zuschauer ganz brennend interessiert. Spanisch, Theologie, eine Kneipe führen, beziehungsweise zwei. Wie passt das zusammen? Hättest du nicht lieber BWL studiert? Also das mit den Kneipen, das kam eher unerwartet. Ich wollte halt ja Spanisch und Theologie auf Lehramt studieren für Gymnasium und da kam das so dazwischen, die wilde Mischung. Okay, du bist auch so ein ruhiger Typ. Ich glaube, das passt eigentlich richtig gut als Führungskraft auch, weil ich habe auch den Eindruck bekommen, dass du jetzt richtig relaxed bist. Und aber trotzdem Spanisch, das kommt immer bei den Mädels gut an, wenn man das gut sprechen kann. Habe ich gehört, ja. Ja, okay. Wir sind jetzt auch, wir kommen auch zum Ende unserer Sendung. Ich möchte einfach mal nochmal die Gelegenheit nutzen, mich bei meinem gesamten Team zu bedanken. Ich fand, es war eine sehr gute Truppe. Danke Anna, danke Claudi, danke Lisa, danke Steffi. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß mit euch gemacht. Wir werden jetzt noch eine Runde Cocktails mixen für die anderen. Die Regie hat Durst bekommen, unser Kamerakind vor allem. Und wir natürlich auch. Es war schon eine recht gelungene Sendung. Vielen Dank nochmal, dass du da warst. Möchtest du uns den Zuschauern noch was mitgeben? Ich würde euch auch gerne begrüßen. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeikommt. Ich bedanke mich natürlich auch ganz herzlich für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht. Und ich hoffe, es wird heute Abend noch ein bisschen länger gehen. Ja, und wir sehen uns auf jeden Fall im Soho der Millennium. Ich kann es auch nur empfehlen, da vorbeizuschauen. Es ist richtig, richtig klasse. Die zwei haben was richtig auf die Beine gestellt. Finde ich wirklich prima. Und unsere Unterstützung habt ihr auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt OrgaTV. Wir wünschen euch einen coolen Sommer. Und ja, genießt die Cocktails. Wir tun's jetzt. Bis dann. Tschüss.